Mu macht die Kuh, würde ich mal sagen. Und damit begrüße ich euch zu der neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks mit diesem Commentary. Und zwar eingeschickt vom guten Semper Fidelis mit seinem LTTB. Semper kennen einige aus dem Stream bei mir. Der ist ab und an gerne gesehen und macht meines Wissens, glaube ich, sogar jetzt auch YouTube-Videos. Weiß ich gar nicht. Im Zweifel einfach mal oben bei YouTube eingeben. Wenn ja, der Spieler kann was und er ist ein netter Kerl, wenn er nicht ab und an seine Ableck-Momente hat. Ableck-Momente hat. Was es damit genau auf sich hat, würdet ihr wissen, wenn ihr im Stream zuschaut. So, dann schauen wir doch mal, was er in seinem LTTB macht. Er fährt jetzt hier mal in den ehemaligen mystischen Wald, der gar nicht mehr so mystisch ist. LTTB besticht natürlich durch eine gute Geschwindigkeit, schnelle Wendigkeit und einer unglaublich langen Kanone. Er hat ein ganz schön langes Rohr sozusagen. Und macht hier auch den ersten IS-7 wohl auf. Sonst aber nichts. Kurios. Hätte ich mehr erwartet. Oh. Jetzt ist er wieder offen. An der Stelle ist es natürlich risky. Aber jetzt Aufklärerpanther hier drüben. IS-3, Tiger, alles in Schlagdistanz. Und schon wieder offen. Aber er macht hier auf jeden Fall schon mal bis jetzt ein gutes Spotting. Da T57, IS, alles macht er auf. Der STB bekommt dafür in die Schnauze. Aber erstmal genau richtig, so ein bisschen einfach nur den Spot so weit als möglich. Gar nicht erst versuchen, großartig zu schießen. Dafür gibt es auch Artis, davon haben sie eh zwei Stück und dann auch noch zwei Zehner. Also die sollten doch ein bisschen was aufbekommen. Jetzt kriegt er leider, sollten ein bisschen Schaden bekommen. So, jetzt bekommt er leider nichts auf. Jetzt der AMX-50B offen. Also spotten tut er einiges. Sofern es sein Spot ist, aber davon gehe ich da jetzt einfach mal aus. Schade, dass die Artis hier das Gefühl noch nicht so wirklich supporten, weil das sind dankbare Ziele. Aber auf jeden Fall bekommen sie auch so Schaden. Badget hält schon gut rein und jetzt fährt er scheinbar vom Zauberwald ein bisschen weg. Ist natürlich wirklich Wiesel flink, das Ding. Oh, T54, 2 HP. Ah, schade. Das wäre ja genau sein Wetter gewesen. Das war jetzt ein bisschen gehässig, Semper. An dieser Stelle tut mir leid. So, da drüben ist scheinbar nicht so viele, wo er jetzt gerade sich hinbewegt. Mehr auf jeden Fall drüben im Wald. Vielleicht kriegt er sogar die Artis jetzt. Was er sofort, kann ich gar nicht genau sagen. Also den ST1. Ich sag immer STI und ich glaube, er ist ST1. Ja, ST1. Also an dieser Stelle auch am ST-Video nochmal sorry, dass ich das so doof gesprochen habe, aber ich bin einfach kein Panzerexperte. Plötzlich ganz viel Gegner, beziehungsweise Gegnerschüsse, die auf die eigenen... Oh, da ist der Arti. Die fallen. Deswegen steht es auf einmal auch plötzlich 5 zu 6. Jetzt kann hier die Arti die T92 wirklich ganz schön rausnehmen, umfahren. Mal der ST prallt sogar an der Kette scheinbar doof ab. Da prallt er ab. Und wurde aber jetzt vom IS-7 geholt. Jetzt ist ganz spannend. Der Wald ist da drüben ein bisschen ja, vernachlässigt. STB und IS-7 halten noch die Stellung. Er wird jetzt wohl auf die nächste Arte gehen, schätze ich mal. Da ist... Oh, der Jagdpanzer. Und der AMX. Ja, das sind zwei Ziele, die man jetzt nicht unbedingt braucht. Zumindest nicht beide gleichzeitig. Da, oh, der AMX. Oh, jetzt ist die Arti offen. Arti ab.
Nochmal. Und Artin, lass den Weg genauso offen, dass er gut vorbeikommt. Kann sich jetzt sogar hinter sie stellen. Macht den Kill. Jetzt muss er aufpassen, dass der Jagdpanzer ihn nicht bekommt. Aber der Jagdpanzer konzentriert sich jetzt so auf ihn, dass er jetzt selber von hinten bekommt. Jetzt geht der AMX 50 auf ihn. Jagdpanzer verschießt. AMX dürfte entweder noch einen Schuss haben oder ist sogar jetzt schon im Reload. Ich glaube, er ist schon im Reload. Von dem her, jetzt hat er leichtes Spiel. Oh, jetzt kommt der Jagdpanzer. Junge, fahr, Junge, fahr. Also ein Schuss vom Jagdpanzer und der hat keine Chance. Aber ja, er ist rückwärts schneller als der Jagdpanzer gerade. Ja, jetzt hat er ihn. Jetzt hat der Jagdpanzer keine Chance mehr. Ja, jetzt kann er sich mal ordentlich schieben lassen von ihm, weil so kann er immer noch Schaden machen. Jetzt kommt hier auch noch der T-71 und will sogar noch was vom Kuchen haben. Nein, 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 nein. Und dran denken. Der Aufklärerpanther, auf den guckt er jetzt so ein bisschen. Und jetzt macht er den Aufklärerpanther erst ganz lässig weg, bevor er den Jagdpanzer... Ah, nice gemacht. So, der T-71 will doch jetzt nicht hier wegsnacken. Na, er bekommt den Kill. Sehr gut. Jetzt noch IS-7 und auf der anderen Kartenseite zuletzt gesehen der T-62A. 2600 Schaden, 5 Kills. Schön gefahren, Semper. So, IS-7 ist da ab. Schaut nicht. Auch in Deckung. Ah, natürlich ist der auch halt eine harte Nuss. Deswegen macht das jetzt richtig und fahrt jetzt erstmal weiter. Nicht den Frontkampf und auch nicht den Hit bekommen, weil der Hit von der ES7, der tut ganz schön weh, besonders mit 300 Struktur. Und jetzt, last but not least, der T62A fehlt hier noch. Die Frage, wo ist der? Ist der immer noch hinten in seinem Eck? Ah, bis jetzt passiert noch nichts. Die S7 kriegt den nicht auf. Die 71 fahrt in die Ecke dahin. Also es wird spannend, wer ihn denn zuerst sieht. So ein bisschen wie das Schweinchen, das zur Schlachtbank geführt wird. Also der T62 muss einem fast leid tun. Jetzt fährt... Oh, da hinten ist er. Da kommt er nicht drauf. Der ist hinterm Hügel. T62 schießt auf den T34, hat man gerade gut gesehen. Jetzt immer mit vollem Galopp dahin. Da guckt er nicht. Oh nein, er dreht sich. Ja, er kriegt den 6. Kill und macht den Krieger klar. Unglaublich. Nice one. Sehr gut. Ja, Semper, hast du gut gemacht. Wirst du auch nicht ausgelacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir ja. Deswegen bis bald. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Alcaram.